Auf nach draußen. So, jetzt haben wir unseren schnicken geilen Ausweis. Jawohl, ich wusste doch noch, dass man da auch was machen kann. Ach Gott, das ist Kindheitserinnerung. Ja, kommen wir uns bei dir. So, let's go. So, jawohl, ja komm. Jetzt drücken wir unseren. Wie wär's damit, mein Herr? Ein Ausweis für Kellnerinnen. Na also, ich freue mich, dass Sie ihn gefunden haben. Lassen Sie mich raten. Er lag bestimmt in Ihrem Auto. Ja, ganz genau. Sie sind ein Hellseher. Tja, tut mir leid. Ich bin spät dran und im Restaurant wartet viel Arbeit auf mich. Oh, aber natürlich. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Ich werde den Ausweis für Sie aufbewahren, Robert. Sie sind ein guter Wachmann. Einen schönen Tag noch. Und arbeiten Sie nicht zu viel. Nein, wir halten uns mit der Arbeit gediegen zurück. Wir machen nur das Nötigste. Rühr, rühr, rühr. Rühr, rühr, rühr. Da werden wir auch schon von der netten, Dame der Küche. Wenn da jemand ist, sag mir, wer du bist. Ich bin Patrick. Da werden wir schon mal von der netten Dame des, Küchenhaus begrüßt. Hier kann man auch wieder sämtlich kacken. Wow, dieser Ofen ist ja absolut heiß. Darf ich ihn mal benutzen? Ja, und deshalb darf er nur von Chefköchen benutzt werden. Sie sehen eher aus wie ein Kellner, aber nicht wie ein Chefkoch. Tut mir leid, ich habe Vorschriften. Ja, die Vorschriften muss man sich halten. Dieser Backofen ist wirklich vom Feinsten. Dürfte ich mal etwas backen? Tut mir leid. Nur Chefköche dürfen ihn benutzen. Und Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie ein Chefkoch sind. Ja. Hier kann auch mir alles Mögliche machen. Das finde ich ziemlich. Wenn da jemand ist, sag mir, wer du bist. Ja, oh. Noch ein gerade runterkriegt. Hopp, hopp, hopp. Oh, oh. Rühr, rühr, so, rühr. Ja, Zwiebeln. Ja, Zwiebelchen schmecken nicht so. Hopp, hopp, hopp. Wenn da jemand ist, sag mir, wer du bist. Yeah. So, ach, hier, kann man noch was machen. Hopp, hopp. Rühr, rühr, rühr. Was machen Sie, wenn die Butter zu hart zum Backen ist? Na, Marmorkuchen natürlich. Rühr, rühr, rühr. Alles klar. Hopp, hopp, hopp. Wenn da jemand ist, sag mir, wer du bist. Hopp, hopp, hopp. Alles klar. So, dann machen wir mal. Ah. Die Venusfliegenfalle sieht so aus, als ob sie irgendwo tief im Dschungel wachsen müsste. Aber tatsächlich findet man sie häufig an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser kleine Kerl ist weit weg von zu Hause. Gleich wieder wird gelernt. Ah. Napoleon Kakerlake. Ich hätte mir denken können, dass Sie sich mit Stinko verbunden haben. So, so. Das Spionagekorps hat also den berühmten Spy Fox geschickt, um meine Pläne zur Erlangung der Weltherrschaft zu verhindern. Weltherrschaft? Ach ja, natürlich. Ha! Da Sie als einer der wenigen mein Genie verstehen können, erkläre ich Ihnen jetzt meinen gesamten Plan mit allen widerlichen Details. Ich habe nämlich den Maßstab des Robohund-Bausatzes von Stinko umgekehrt verwendet und einen bösen Robohund im Maßstab 1000 zu 1 gebastelt. Und wo in aller Welt verstecken Sie dieses Monstrum? Sie dummer kleiner Agent! Sie stehen darin! Aber natürlich, Sie haben den Robohund als Hauptattraktion der Expo getarnt. Mit eingebautem Restaurant. Man muss doch essen, nicht wahr? Kommen wir jetzt zu den technischen Details. Die Besucher der Expo ahnen nicht, dass sie mit jeder Umdrehung des Drehkreuzes am Eingang den hochkomplizierten Antriebsmechanismus des Robohundes wie eine Uhr aufziehen. Wenn der millionste Besucher das Drehkreuz passiert, wird das Federwerk voll aufgezogen sein und der Robohund kann sein zerstörerisches Werk beginnen. Ah! Sobald ich den Robohund entfessele,
werden mich alle Staatsoberhäupter der Welt um Gnade anflehen. Der Robohund ist nicht aufzuhalten. Und warum? Weil er keinen Ausschalter besitzt. Ja, ich habe diesen dummen kleinen Schalter ausgebaut und hier auf dem Expo-Gelände so gut versteckt, dass Sie ihn niemals finden werden. Sind Sie da so sicher, Kakerlake? Selbst wenn Sie ihn finden, brauchen Sie noch immer den Aktivierungscode, um den Schalter auf Aus zu stellen. Und selbst wenn Sie den Ausschalter hätten und den Aktivierungscode kennen würden, wäre es völlig unmöglich, an der raffinierten Sicherheitsvorrichtung vorbeizukommen, welche sich in der Achillesferse des Robohundes befindet. Und nur von dort aus kommt man an den Steuermechanismus des Robohundes. Geben Sie auf, Monsieur Le Fuchs. Sie werden mich niemals besiegen. Und Sie können mich nicht einschüchtern, Kakerlake. Nein? Wie schade. Dann sage ich nur noch ein Wort. Adieu. Diese Riesenbeißerchen lassen darauf schließen, dass ich mich mitten im Maul des Robohundes befinde. Wie peinlich. Ich muss hier einen Weg herausfinden, um diesem Kakerlake endlich das Handwerk zu legen. Wenn ich doch bloß an diese Feuerleiter herankäme. Mit dieser Sprechblase kann ich mehr über Kakerlake herausfinden. So, ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Erstmal natürlich wieder ganz klassisch. Jawohl, ja. Gucken, was wir jetzt anklicken können. Gut. Weg. So, was gibt's denn? Ich bin froh, dass Kakerlakes Handlanger hier gepfuscht haben. Sie haben vergessen, ein paar Zahnräder einzubauen. Gucken. Dieses Zahnrad. Das Zahnrad ist zu groß für die Stelle. Ah, alles klar, da passt das. Ah, jawohl. Ne. Ich würde sagen, dieses Zahnrad gehört da irgendwo hinein. Jawoll. Ha, es funktioniert. Und let's go. Wie wär's mit einem Sprichwort? Kleine Zahnräder öffnen große Zähne. So, schon geschafft. Und wieder einmal bin ich einem Großmaul entkommen. Jetzt muss ich die Welt vor diesem widerlichen Kakerlake retten. Meine Spionuhr piept. Ich gehe mal lieber ran. Bitte warten. Bifox, Walter Drahtlos hat eine Mikrofischmeldung von Frieda Funk empfangen. Woher kam die Meldung? Direkt von einer Ausstellung, die sich Vinzwelt nennt. Vinzwelt? So, so. Vinzwelt? Alles klar. Die Übertragung war zu schlecht. Walter Drahtlos muss näher ran, um abzuhören. Sie können ihn hier in der Einsatzzentrale abholen. Übrigens, ich habe Napoleon Kakerlakes Plan aufgezeichnet. Ich sende ihn euch mit meiner Spionuhr. Also dann, melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Monkey Penny, Ende. So, ja, jetzt sind wir erstmal hier auf der Expo, auf der Weltexpo. Der Typ gönnt sich erstmal. Ist das eine Pizza? Ja, eine Pizza am Spieß. Heftig. Was man sich hier halt gönnen kann, mal gucken, was haben wir denn hier? Ah, jetzt sind wir mitten auf dem Expo-Gelände. Da steht Weltexpo. Danke fürs Vorlesen. Da jetzt lang da. Man kann ja sämtliche Orte hin. Ach, schwierig, wohin? Ich bin ja immer so erkundungsfreudig. Ich würde ja am liebsten immer überall hin. Ja, mal gucken, ob es irgendwo ein paar Leute gibt, die man fragen kann. Den ganzen Zug kann man auch schrotten. Wenigstens für kurze Zeit. Ja, Lampen machen geile Musik. Cool gemacht, das Musik. Ach, was ist weg der Erinnerung?
Da steht Mampf von morgen. Da steht Spezialitäten am Spieß. Ah, ist klar. Haben Sie auch Pfannkuchen am Spieß? Ja, mit gefrorenem Ahornsirup drumherum. Hätten Sie gern welche? Ganz bestimmt nicht. Ich rühre Pfannkuchen nur an, wenn der Ahornsirup genau auf 53,5 Grad angewärmt wird. So etwas brauche ich nicht. Mir knurrt der Magen beim Anblick, aber ich warte lieber noch. Kann ich angucken? Jawohl. Neu von Würgi. Schmalz. Schmalz am Spieß. In 4 delicious flavors. Egg and Bacon. Kiwi-Würstchen, lecker Mais und Kohl. Und schmalziges Schmalz. Würgi am Spieß und du fühlst dich nie wie der Vater, so der Sohn. Schmalz am Spieß. Alles klar, wollen wir nicht weiter hinterfragen, warum die Firma Würgi heißt, von der produziert wird. Ich denke mal, der Name wird berechtigt sein. Und ich denke, wir werden uns auch in den nächsten paar Jahren nichts von Würgi holen. Und ihr solltet das wahrscheinlich besser auch nicht machen. Gott, der Erkundungsdrang wird hier aufs Maximum ausgereizt. Überall kann man was machen. Ah, will einmal nicht. Bäumchen. Da steht Weltexpo. Ja, jetzt kann man hier auch. Jawohl. Hoffentlich muss der Robohund nicht plötzlich Gassi gehen, sonst brauche ich einen Regenschirm. Ach, das ist ja auch nice. Hm, was gibt's denn noch? Nashorn. Ah, Elefant. Jawohl, das lassen wir. Aber sowas von. Schildkröte, da kann man nichts sagen. Ninja Turtle hier. Ach, verflucht, wo gehen wir denn jetzt lang? Ach stimmt, ach, wir könnten die Alte da ja mal fragen wegen den Napoleon da. Wegen dem Kakerlaken. Mal gucken, vielleicht hat die ja ein paar brauchbare Informationen für uns. Da war die, in der Tat. So, dann fragen wir doch mal. Na komm, wunderbar. Was können Sie mir zu Napoleon Kakerlake sagen? Er hat nur von der Pflanzenausstellung geredet, die er unbedingt sehen will. Die Welt der Pflanzen. Bestimmt deshalb, weil Pflanzen noch kleiner sind als er. So, hat sie noch was für uns? Vielleicht sollte ich mit meiner Spionuhr Monkey Penny fragen, ob sie schon herausgefunden... Hier bewahre ich meine Notiz. Ja. Was können Sie mir zu Napoleon Kakerlake sagen? Er hat nur von der Pflanzenausstellung geredet, die er unbedingt sehen will. Die Welt der Pflanzen. Bestimmt deshalb, weil Pflanzen noch kleiner sind als er. Okay, wir können uns also nur einmal Infos angucken. Bitte warten. Spyfox, unser Agent Walter Drahtlos wartet immer noch in unserer Einsatzzentrale auf Sie. Stimmt, ja. Er hat eine Mikrofischnachricht von unserer Informantin Frieda Funk abgefangen. Vielleicht. Die Übertragung war so schlecht, dass Walter Drahtlos jetzt persönlich nach Winsfeld möchte. Alles klar. Ende. Gut, dann sollten wir uns jetzt demnächst mal um den Herrn Walter Drahtlos kümmern. Ja, müssen wir jetzt gucken, wo haben wir denn den Ausgang? Lauf, Füchslein, lauf. Runter. Jawoll, ja. Da haben wir. Nein, du Idiot, nicht da durchlaufen. Okay, da waren wir erst noch im dreistelligen Bereich, also. Ach komm, lassen wir mal die Werbung. Da steht Ausgang. Ah, Moment, was haben wir denn? Da. Oh. Was können Sie mir zu diesem Pokal sagen? Ach, das interessiert Sie bestimmt nicht. Na schön, wenn Sie... Tja, das Ding stammt aus der Zeit, als ich noch Sportlerin war. Ich war eine berühmte Eiskunstläuferin. Ah. Oh.
Wissen Sie, was das Schönste an Ihren Massagen ist? Nein, was denn? Autsch, wenn alles vorbei ist und der Schmerz nachlässt. Also wenn... Dann fühlen Sie sich wie neu. Also wenn wir jetzt nicht tiefenrein entspannt sind, dann hilft uns nicht mehr. Ich finde das so nice. Aha, okay. Oh, Füßchen. Ja, noch ein Füßchen. Jo, alles klar, ich glaube, hier ist nichts weiter. So. Wussten Sie, dass Souvenir rückwärts gesprochen Rinewurst heißt? Eine Information, die genauso wertvoll ist wie ein Hüttenkäse-Souvenir aus dem Jahre 1974. Toll! Finden Sie das wirklich?